Der Chef der Rentenversicherung Baden-Württemberg fordert Umbruch in der Rente ab 2025. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die allgemeine Diskussion über die Zukunftsfähigkeit der gesetzlichen Rente hat Fahrt aufgenommen. Der Chef der Rentenversicherung Baden-Württemberg spricht sich dafür aus, dass über die Phase des Ruhestands der Versicherten nachgedacht werden sollte. Die Menschen werden immer älter und damit auch die Phase der Zahlung der Rente durch die gesetzliche Rentenversicherung. Statistisch gesehen hätten Menschen mit hoher Rente einen langen Ruhestand und Menschen mit kleinen Renten einen kurzen Ruhestand. Da sagt er, das sei einfach ungerecht. Und dieser Herr Schwarz, der Chef von der Rentenversicherung Baden-Württemberg, der sagt, für ihn sei es besser, dass es einen Inflationsausgleich gibt, statt jedes Jahr eine Rentenanpassung und vor allen Dingen die Rentenanpassung davon abhängig zu machen, wie sich Löhne und Gehälter im Allgemeinen entwickeln. Das Rentensystem, so sieht es der Herr Schwarz, stehe vor einem Umbruch und müsse auf jeden Fall neu justiert werden. Allerdings sei, so sagt er es, der Ausblick in die Zukunft nicht zu pessimistisch. Reserven sind da, es bestehe kein Grund zur Panik. Da sage ich, lieber Herr Schwarz, das sehe ich ein wenig anders. Also ich sehe auch keinen Grund zur Panik. Aber ich sage Ihnen eins, wenn Sie sich die Zahlen der Ausgaben im letzten Jahr 2020 der Deutschen Rentenversicherung anschauen und auch die Ausgaben der Deutschen Rentenversicherung bis Juni 2021, werden Sie feststellen, dass die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage schon wieder abgeschmolzen ist, weil die Deutsche Rentenversicherung einfach mehr Geld ausgegeben hat, als sie eingenommen hat. Und eines kann ich Ihnen auch sagen, lieber Herr Schwarz, wenn wir es ganz genau nehmen würden, wäre die Deutsche Rentenversicherung heute schon pleite, wenn es den Bundeszuschuss nicht geben würde. Dann könnte die Deutsche Rentenversicherung ihre Aufgaben, die ihr zugewiesen worden sind, allein mit den Beitragseinnahmen, die ja auch sehr, sehr hoch sind, im dreistelligen Milliardenbereich jedes Jahr gar nicht mehr bewältigen. Das heißt, die Deutsche Rentenversicherung wird auch hier über den Steuerzahler am Leben erhalten werden. Deshalb ist es notwendig, aus meiner Sicht, lieber Herr Schwarz, dass wir das gesetzliche Rentenrecht komplett erneuern, komplett neu überarbeiten und hier auch eine neue gesetzliche Rentenversicherung auf den Weg leiten. Und zwar im Sinne unter anderem einer allumfassenden erwerbstätigen Versicherung. Näheres zum Thema Zukunftsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.